Ein freundliches Hallöchen zurück bei Assassin's Creed Syndicate. Ja, ich bin als Jacob raus und ich komme als Evie wieder rein. Das ist kein Zufall. Da ist noch nicht zwischendurch irgendwas in der Aufnahme verloren gegangen. Nein, ich habe zwischen den Folgen einfach mal ganz schnell geswitcht. Der Jacob wurde geswitcht und heißt jetzt Evie. Das geht ganz schnell und ganz unkompliziert und das habe ich mal eben gemacht, damit das hier zügig vorangeht, weil Evie nämlich ganz dringend einen Termin hier oben auf dem Dach hat. Und diesen Termin würde ich gerne wahrnehmen und deswegen gehen wir schnell hier hoch. Vertrag ist Vertrag. Evie besucht Zazak, nachdem Jacob Pearl eliminiert und das Omnibus-Unternehmen zerschlagen hat. Ich baue nicht einen einzigen Bus für euch, Kriminelle. Oh, du tust, was wir sagen, Bailey. Oder wir statten dir und deiner Familie einen Besuch ab. Lasst sie in Ruhe. Hey! Hinterher! So, dann gehen wir Gas. Der da vorne fühlt sich nicht so gut. Geh auf den Weg! Bewegung! Nimm das! Schneller! Ja! Aufs Dach steigen? Für was? Zack! Und nehmen wir ihn in die Zange, jawoll. Gut so. Ach du Schande. Geh weg da. Ach du meine Güte. Diese ungeplante 180-Grad-Wende von dem Kerl da vorne, die war... Ich kann den nicht verteidigen, wenn du so eine Scheiße zusammenfährst! Alter, Alter, wie gehst du denn ab da vorne? Ich soll deine Kutsche fahren, warte mal! So, du gehst jetzt mal zur Seite. Danke. Gut so. Atmen Sie tief durch. Sie sind weg. Aber nicht lange. Meine Kinder, die werden... Meine Kinder. Was ist mit dem los? Erzählen Sie mir, was die Blighters von Ihnen wollen. In dieser Stadt geht alles drunter und drüber, seit Ethaway Transport und die Milner Company bankrott gegangen sind. Und da es keinen richtigen Nachfolger gibt, sind die Gangs auf dem Vormarsch. Ach, gut gemacht, Jacob. Da ich, was hat denn diese Linie hier gezogen? Der Omnibushersteller der Stadt bin, verlangen Sie, dass ich nur für Sie arbeite. Ich kenne gute Männer, die eine vereinigte Transportgesellschaft gründen wollen. Wie sagt man noch in Amerika, vom Volk für das Volk? Das ist unser Ziel für die London General Omnibus Company. Macht einen Volkswagen, genau. Wir haben den Vertrag für Ethaway Transport ergattert. Den brauchen wir für die Gründung. Langsamer. Gutes Mädchen. Für die Gründung von was? Weiter so. Ha ha ha.
Bist du denn völlig bescheuert? Ach du Scheiße, wie viel seid ihr denn? Ach du Scheiße, wie viel seid ihr denn? Komm schon, Mädchen. So, wollen wir mal den ersten entsorgen. Solange ich mich nicht bewege, bin ich nahezu unsichtbar. Das ist wichtig. Der versucht immer noch da hinten einzuparken. Soll er mal machen? Ne. Aber deine Augen werden dich gleich täuschen, denn ich bin unsichtbar. Komm schon, Mädchen. Guckst du jetzt, ne? Mädchen. So, weiter geht's. Die da drin sind mir erstmal egal. Unsichtbar. Du hoffst besser, dass ich dich niemals finde. Das? Nö, wieso? Nein, da bin ich nicht. Ich bin genau hinter dir. Hättest du das gedacht? Nee, ne? Hättest du nicht gedacht. Tja. So, nochmal gucken, ob ich hier irgendjemanden noch vergessen habe. Nein. Nur ganz da oben. Der macht da hinten immer noch Quatsch. Ist auch ein bisschen beschäftigt, erste Mal, also schön. So, Jungs. Okay. Zack. Weg. Okay. Ich bin unsichtbar. Keiner sieht mich. Weiß nicht, was die Lauten gerade treiben, aber die prügeln sich auch gerade mit irgendwas oder wem. Jetzt ist der Gegenanführer abgehauen. Wieso ist der denn jetzt abgehauen? Ich hasse es, wenn das passiert. Wenn die immer völlig unzusammenhängend einfach davonrennen. Ich krieg dich nur, glaub. Ich krieg dich, glaub nur, so rum ist es. Okay. So geht's auch. Entschuldigung. So. Bringen wir mal den Vertrag weg.
das ist in 150 Meter da vorne. Da müssen wir hin, da sind wir auch gleich, da kommen wir doch klar. Was auch immer passiert, Achtung, Chef! Danke! 30 Leder ist jetzt nicht viel, da haben deine jungen Kollegen aber mehr geleistet, aber ich will mal nicht so sein, ne? Aber beim nächsten Mal, Freund, will ich ein bisschen mehr sehen hier. So, okay. Roths Männer haben verstanden. Ihre Familie ist sicher. Oh, sie sind ein gottverdammter Segen. Ja, so sieht sie auch aus. Die Gründungsmitglieder der London General Omnibus Company. Gute moralische Männer. Allesamt. Unsere Busse rollen im Nu durch die Stadt. Das ist schön. Hatte die Ehre. Gerne, gerne. Das Ziel, die Fabrik nicht verlassen lassen, ist mir irgendwie nicht so ganz gelungen. Der war ganz plötzlich einfach weg. Das kann nun mal ganz plötzlich passieren. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Was wir mal machen, ne? Was ist denn hier? Erster Weltkrieg, die dunkelste Stunde. Ach du Schande. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt schon will, oder? Ist aber gerade irgendwie keine Alternative frei. Ach du Scheiße. Du Scheiße, nee, das machen wir nicht. Freunde, das machen wir jetzt nicht. Das hebe ich mir für die nächste Aufnahme auf, würde ich sagen. Ich mache jetzt die letzten paar Minuten jetzt nochmal eben schnell was anderes. Das klingt mir irgendwie zu fies. Totes Mädchen. Erster Weltkrieg. Gut so. Ich habe ja schon die ganze Zeit gedacht, diese Templer mit ihren Kreuzen da auf ihrem Arm, die sehen schon fast ein bisschen so aus. Wie die Nazi-Soldaten. Später dann. Das erinnert mich alles so ein bisschen sehr an die Indiana Jones. Stories. Weiter so. Dann landeten die jetzt ernsthaft im Ersten Weltkrieg. Dann sind wir ja. Da ist aber zwischen dem, wo wir jetzt sind, und dem Ersten Weltkrieg eigentlich noch ein bisschen Zeit dazwischen im Moment, ne? Wer lacht denn da so blöd? So, wo kommen die denn gerade alle her? Wow, schöner Treffer. Meine Fresse, wo kamen denn die plötzlich alle her? Das ist ja arme Hatto. Arme kleine Eevee. Stress gekriegt jetzt hier.
Some people think they can just take things as they please. One more for the pauper's pit. This person has just been murdered. Ja, ja, die sind alle tot. Ich untersuche gerade, ich gucke gerade, ob sie Ausweise dabei haben, aber leider nein. Das ist schade. Naja. Ich wollte ihnen helfen, aber sie haben sich nun mal nicht helfen lassen. Was willst du da machen? So. Wir traben weiter. Ein bisschen Zeit haben wir noch, also traben wir noch ein bisschen weiter. Ach, der hat sich was gebrochen. Wie unangenehm. Bethemse. Oh, ich bin ein bisschen arg. Nach Süden abgekommen. Das ist aber unangenehm. Wo bin ich denn, wann bin ich denn so vom Weg abgekommen hier? Das gibt's ja gar nicht, du. Das gibt's ja gar nicht. Flat, 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 Witze, 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 Witze. Oh, ich dachte, wir wären Gegner. Da steht einfach nur so ein blöder Pfosten rum. Na gut. Na, die Schnauze. Der liegt auf dem Boden und pennt. Der sonst nichts zu tun hat. Zugsafe ist voll, ja, weiß ich, hab ich mitgekriegt, danke. Zu gütig. Hör auf, da einzupissen. So, okay. Dann sind wir jetzt wieder an der Themse. Hier wollte ich jetzt gerade mal noch eine Runde freiräumen. Muss mal gerade noch gucken, wo ich hier freiräumen muss, aber das findet sich schon. Das sind alles Schiffe. Das ist was anderes. Ja, geradeaus würde ich sagen, könnte gut sein. Sehr schön. Ah. Fahren die weg? Wieso fahren die denn jetzt weg? Warum kann ich denn hier weit und breit irgendwo mitfahren? Wo sind denn alle? Setz dir da drüben, meine Scheiße. Ja, lauf, Ivy, lauf! Das muss jetzt schnell gehen. Zack, zack. Hoch, zack. Darüber. Ach, Scheiße. Das Sperrgebiet betreten. Ja, ist mir egal. Lass sie gerne haben. So, mittendrin rennt einer rum, der gerade schlechte Laune hat. Der noch ein bisschen auch auf die anderen einprügelt, hoffe ich. Ja, ja, die kloppen sich, das ist wunderbar. Hör jetzt mal auf mich zu schießen. Ja,
Nein, das tust du nicht. Du kannst nicht ewig weglaufen. So, auch weg. Haben wir noch keine Ahnung, was ich hier in diesem Gebiet eigentlich machen soll. Aber es fällt mich immer noch ein. Das ist Schmuggelfracht, da ist es bestimmt nichts. Jetzt hier mittlerweile in dem Gebiet alles umgelegt irgendwie. Hier ist angeblich irgendwo eine Kiste. Ist aber auch jetzt gerade keiner, wo die sein soll. Und jetzt habe ich hier dieses rote Gebiet ausgelöscht. Irgendwie. Ja, vielleicht war es aber auch einfach gar nichts. Vielleicht hatte das nichts mit diesem Themsengebiet zu tun. Das kann natürlich auch sein. Alter, jetzt... Also heute tut sie sich echt irgendwie mit der Steuerung ein bisschen schwer. Die will die ganze Zeit nicht springen. So. Und synchronisieren. Machen wir das wenigstens noch schnell. Da-da-dam, da ist eine Templerjagd. Genau, die hatten wir eigentlich gesucht. Genau, die hatten wir gesucht. Die Templerjagd dort drüben. Aber jetzt finde ich nur einfach hier ins Wasser springen, danke. Die ganze Zeit hüpft sie sinnlos ins Wasser. Diesmal wollte ich es, da wollte sie nicht. Entschuldigung. So. Ich habe jetzt noch Lust an den, auch wenn ich diese Folge jetzt auch wieder gnadenlos überziehe, aber diesen Templer will ich jetzt noch loswerden. Platsch. Das wird sich als nicht sonderlich kompliziert erweisen. Luftattentat auf das Ziel verüben, alles klar. Aus dem Weg, ich muss den Kill finden. Ich spaziere einfach so ganz gediegen durch. Oh, scheißegal. Nö. Ich interessiere mich eigentlich in erster Linie für den Templer, der hier irgendwo sein soll. Ach, der ist da hinten. Ah, jetzt ist er schon tot umgefallen, schade. Dort.
Ja, aus dem Gebiet entkommen, er ist schon weg. Ich habe ihn schon erledigt, aber ich dachte, ich räume gerade mal hier noch so ein bisschen die Reste auf, weil es mir Spaß macht. Wer hat denn gesagt, dass sie entkommen will? Niemand hat dir was von entkommen erzählt, also Quatsch. Ich hab doch Spaß hier mit euch. So. Zack. Zack, zack, zack. Ja, es freut mich. Was stechen Sie mich einfach an? Ich soll aus dem Gebiet entkommen. Aber ich muss nicht aus dem Gebiet entkommen, wenn ich alle Leute erledigt habe. Der hat überhaupt nicht vor zu entkommen. Brech dir die Knochen! Das tut weh! Schlag sie tot! So. Luftattentat hat leider nicht geklappt. Ich habe dem zu viel verpasst, bevor ich nach oben gehüpft bin. Trotzdem haben wir für den Greenie hier wieder ein Dingens erfüllt. Ich habe jetzt hier nochmal eine Ecke befreit. Ich stehe jetzt hier mittlerweile, wo stehe ich gerade? Ich stehe im Bereich Westminster. Westminster ist natürlich krass, empfohlen ist Level 9. Das hier auch. Das ist natürlich ein hartes Gebiet. Aber ich habe hier mal wieder ein bisschen was von der Stadt befreit, diesen ganzen Riesenkern. Die haben wir ja schon weg, ein Stück Themse bleibt noch. Und dann haben wir hier nur noch diese beiden. Das machen wir aber jetzt alles wirklich in der nächsten Folge. Ich habe jetzt wieder lang genug überzogen. Zwei wundervolle Folgen gnadenlos überzogen. Und ja, dann könnte ich eigentlich an der Stelle jetzt gerade mal, das machen wir jetzt noch hier, zack, jetzt ist es eh egal. So, und ich sage an dieser Stelle schon mal ein hübsch Dankeschön, einen schönen Tag noch. Wir sehen uns in der nächsten Folge, nächsten Aufnahme, wie auch immer. Gruß daheim und Tschüssili. Hier ist anscheinend ein Brief für Jacob. Hast du so eine gewisse Lebensfreude?